Rauschen. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ich bin der Molly und heiße euch herzlich willkommen. Ich weiß es nicht, ob es von Rockstar so geplant war oder auch nicht. Ob ihr es wisst schon oder auch nicht, das wird jetzt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Man kann jetzt Masken und Helme wieder verbinden. So einfach, ich glaube, es ist eher geplant von Rockstar. Zum Beispiel die normalen Sturmhaubenmasken, dann hat hier diese Maske, ist auch eigentlich wahrscheinlich Sturmhaubenmaske. Und dann noch hier die von diesem Outfit, also von diesem Karate-Outfit, die Maske kann man auch nehmen. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie es abgeht. Wenn ihr das mit dem Outfit, also mit der Gasmaske haben wollt, geht einfach mal auf. Kopfüberfall-Outfit, wählt den aus. So. Dann geht er auf Hüte. Ihr könnt es eigentlich überall machen, auch bei Klamottengeschäfte. Kugelsichere Helme. So. Gut. Und dann müsst ihr einfach nur euer Outfit, wie es und also Hose und so alles haben wollt, einfach nur noch anpassen. Und es ist eigentlich so easy. Ja, so sieht es also erste aus und das kann ich ja mal zeigen mit. Warte mal. Ein. So. Wo war's jetzt? So, ja. Maske. Ich habe jetzt leider keine Sturmhaubenmaske, ich habe leider nur gerade die hier. So, habe ich aus. So, habe ich jetzt. Ich spiele auf Hüte. Kugel sicher. Es geht auch mit Motorradhelm. Also mit Motorradhelm geht es auch. Kugelsichere Helme. So, hier. Kann es auch mal mit Helm zeigen. Da. Mit Helm geht's auch. Kopfhörer. Okay, mit Kopfhörern geht's leider nicht. Ja, und das war's eigentlich alles von mir erstmal. Und wie ihr wisst, es gibt ja auch jetzt schon wieder den neuen Bugatti, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bin ich weg. Haut rein.